Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 1.7. Jetzt 1.7. Leute, ihr habt gesehen, ihr habt euch gesagt, dass ich am 1.7. in den Urlaub fliege nach Portugal. Heute ist es soweit, Leute. Ich bin auch richtig müde. Es ist gerade 5 Uhr morgens. Ich freue mich mega. Ich fliege einfach jetzt nach Portugal mit meinen beiden Jungs. Werdet ihr gleich mehr sehen von den beiden. Wie gesagt, ich habe mich gerade fertig gemacht. Dank euch ist das möglich. Ich küsse eure Augen und wir sehen uns gleich, Leute, auf der Autofahrt und später. Flughafen, Flugzeug, Portugal, was geht ab? Wir sehen uns, ciao, bella, bis später, Leute, auf jeden Fall, ich nehme euch mit, wir filmen ein bisschen was und ja, Mann, we see later. Was geht, Leute, ich bin jetzt hier gerade in Oldenburg City, mein Bruder ist auch gerade da, Leute, wie ihr seht, ey, er hat mich gerade hergefahren, der ist richtig kaputt, ey, das ist, wie spät ist das? Es ist gerade 5.48 Uhr morgens. 5.48 Uhr, Leute. Ich bin komplett am Arsch, Leute, ich habe jetzt meinen Bruder hier gefahren, er fliegt nach Portugal, Albufeira. Ich wünsche ihm viel Spaß, dass ich selber erarbeitet mit euch zusammen. Ich gönne diesen Urlaub, habt deinen Spaß, ruht sich ein bisschen aus. Dankeschön, Bro. Und ich wünsche euch viel Spaß hier mit dem Vlog, meine Freunde. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns, glaube ich, später am Flughafen. Haut rein und Remy Kellis grüßen, Kiki. Was geht, Leute? Und zwar, wir sind gerade auf dem Weg nach Köln zum 6. Mal. Man sieht mich gerade so schlecht, Leute. Das Ding ist, die scheiß Beleuchtung. Aber für einen kurzen Moment ist es möglich, ne? Leute, auf jeden Fall, gleich sind wir am Flughafen. Und hier mit den Chaoten, Johnny, den seht ihr gerade nicht. Der freut sich, dass ihr ihn gerade nicht sieht. Loi, Playboy in the house, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich am Flughafen. Viel Spaß, let's go. So, Leute, was geht? Gerade Check-in gemacht. Johnny, Loi, was geht? Gerade Check-in, Leute. Jetzt geht's ab zum Flieger, Koffer alle weg, Gepäck weg. Genau, ich bin sehr nervös, Leute. Mein erster Flug, ich kacke mich schon wirklich in die Hosen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Direkt erster Flug, 3 Stunden, gib ihn. Es ist soweit, mein erster Flug. Ich schwöre euch bei Gott. Ich habe noch nie so Angst gehabt wie heute. Hier, ich könnte sehen, unser Flugzeug. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Holy shit. Es ist jetzt soweit, Loa ist am Start. Wie gesagt, mein erster Flug. Ich bin mega nervös. Und ja, bleibst du nervös? Ja, okay, so geht's. Echt? Gar nicht? Ich kacke mich schon in die Hose, du. Wir sehen uns gleich, Leute. Ja, Diabo. Ja, Diabo. Ja, Diabo. Ja, Diabo. Ja, Diabo. Ladies and gentlemen, we are now here in... Leute, jetzt sind wir gerade hier am Flughafen Faro. Der ein oder andere wird es kennen. Ganz geschmeidig, sieht auch sehr leer aus, sehr ruhig. Ganz gefresh angekommen, Leute. Wie geht's dir? Der Flug war gut, ne? Oh, ich hab's gerade so geschafft. Leute, das war so geil. Wenn es zwischendurch so Turbulenzen gibt, ne? Das ist für mich ja das erste Mal gewesen. Ich hab wieso. Es ist eine Katastrophe für mich gewesen. Katastrophe. Aber war sehr interessant. So 3 Stunden fürs erste Mal war, glaube ich, schon eine gute Zeit. 3 Stunden war schon okay und ich freue mich schon auf den Rückflug. Nicht so. Und ja, wir sehen uns später draußen, bis unser Gepäck kommt. Gleich kommt unser Gepäck. Und we see outside. Hey Leute, das ist so bergauf, ne? Ich bin einfach so kaputt, ich kann nicht mehr. Befindet sich das Ziel auf der linken Seite? Ja, Mann. Ich bin so am Arsch. Ich habe meine Beine, falsche Hose angezogen. Hör nur finito. Was machst du hier? Aber endlich in Portugal! Was geht, Leute? Gerade im Apartment angekommen. Die Jungs sind drinnen. Guckt euch mal meine Aussicht an hier. Traumhaft, oder? Traumhaft, Luxus pur. Gönnt euch, Leute, einfach zu wild. Zu wild hier, zu wild, zu wild.
Tja, Leute, was geht? Ich würde mal sagen, wir nähern uns dem Beach von Albufeira. Albufeira, ich kann immer noch nicht aussprechen. Ich würde sagen, Leute, gib mir die Musik and we make it. Let's go. Einfach zu krass, oder? Das sieht einfach zu krass aus, Leute. Ich hab so Hunger, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich essen soll, weil ich so einen scheiß Kohldampf hab. Und ja, Mann. Ich sehe, was geht ab, Leute? Jetzt bin ich gerade hier beim Beach. Mega geil, Leute. Die Leute hier drehen hier am Rad. Alle am Start. Am Start, als ob das meine Brüder wären oder so. Guck mal da hinten, Chocuzel. Vor mir hier. Natürlich, ohne Bier geht gar nichts, Leute. Sandbier. Geil. Leute, eins wollte ich mal klarstellen. Das ist alles dank euch möglich gewesen. Nur durch euch. Millionen Mal Dankeschön an euch alle. Es ist gerade einfach herrlich, mal zu genießen, ein bisschen mal was anderes zu sehen, irgendwo anders zu sein, in einem anderen Land, neue Sachen zu entdecken, neue Sachen zu sehen. Portugal ist sehr schön bis jetzt. Albufeira, wo ich gerade bin. Und ja, Mann, ich genieße das noch sehr schön und werde mir noch sehr schöne Tage machen. Ich werde noch heute Abend euch mitnehmen und dann werde ich den Vlog beenden. Und ich hoffe, der Tag wird euch gefallen, weil ich will noch ein bisschen genießen. Ich will nicht den ganzen Tag mit der Kamera rumlaufen. Ich habe auch keine Lust, nicht falsch verstehen. Ein bisschen abschalten will ich, genau. Und ich liebe euch schon mal. Wir sehen uns später, Leute. Ich küsse eure Augen. Das riecht anders so. Chilligen Shawarma gönnen hier mit den Jungs. Johnny auch am Essen. Haben wir keine Dame? Loai, fett am Essen. Leute, ich habe einfach gerade 3 Bier bekommen, einer ist schon weg. Ich habe denen einfach gesagt, dass die auch trinken Alkohol. Keiner von denen trinkt Bier. Das habe ich mir einfach... Ketchup. Habe ich mir einfach 3 Bier genommen und eine Cola. Schmeckt auch. Belash. Shawarma. Obrigado. Leute, was geht ab? Ich bin gerade hier in Portugal. Ihr wisst Bescheid. Der Bruder ist gerade hier. Er will euch auf jeden Fall sagen, you will say something to the people? Yeah, for sure. My name is Perm and this is Sammy K, right? Yeah, right, Sammy K. He's in the Portugal. It's a nice restaurant, nice place. Visit this channel on YouTube, right? YouTube, right. Remy K. What's the name of? Remy K. Remy channel K. Name is Remy K. Yeah. Do subscribe, like and comment, right? Subscribe, you have to understand. Abonnieren, liken, teilen. Say in Germany. Abonnieren. Abonnieren. Teilen. Teilen. Liken. Liken. Ich. Liebe. Liebe. Euch. Euch. Dislike. I love you. I love you. Yeah, I love you too. Yeah, yeah. IBC, bro. No problem. Thank you. Ciao, ciao. Was geht ab, Leute? Einen wunderschönen guten Abend. Auf jeden Fall, Leute. Das war's erstmal für den ersten Tag. Ich habe, wie ihr gesehen habt, zuletzt im Restaurant, wie ihr auch gerade seht, da bin ich morgen drin. Und morgen Abend bin ich da hinten in der Meile, wie ihr schon seht da. Das wird morgen richtig Action für mich. Today bin ich richtig kaputt, Leute. Ich habe heute sehr viel gemacht, meine Beine tun mir schon weh, mein Kreuzband tut mir weh. Ich hoffe, es hat euch gefallen für den ersten Tag. Wie gesagt, morgen nehme ich euch nochmal mit. Und eigentlich wollte ich eigentlich nur einen Tag machen, aber es sind das 2 Tage. Bis morgen. Tschüss. Hier, Leute, was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen in Portugal, Albufeira. 2. Tag. Ich habe euch ja gesagt, heute nehme ich euch wieder einen Tag mit. Auf eine chillige Cola mit Zitrone, gib ihn. Ich springe gleich in den Pool, Leute. Wir sehen uns später ein bisschen in der Stadt. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mal auf, wie ich hier so reinspringe. Der eine oder andere hat mich ja schon nackt. Also,
Viel Spaß damit, ich küsse eure Augen und haut rein. Da haben wir ein Walross. Der Walross wurde entdeckt. Der bewegt sich auch wie ein Walross. Können wir für die Schule gut verwenden. Ich wusste nicht, dass Walross auch reden kann. Die sagen sehr gerne. Leute, wenn ihr in den Urlaub geht, sage ich euch nur eine Sache. Genießt es. Genießt es, habt euer Spaß. Seid keine Spielverderber. Auch wenn eure Freunde Spielverderber sein, macht ihr das Beste draus. Denn hinter der Kamera ist ein Spielverderber. Haut rein. Was geht ab, Leute? Gerade hier, Alter, alles nur Fisch von der feinsten Sorte. Hier, Leute, guckt mal, schaut mal rein, ey, das sieht so krass aus. Boah, gönnt euch. Junge, wenn ihr hier wärt, hättet ihr das jetzt alle gegessen. Wir laufen hier die ganze Zeit nur dumm und dämlich durch. Ja, Digga, du bist auch ein Aal. Aber krass aus, ne? Ja, das Fotos. Tja, Leute, was geht? Und endlich wieder vor der Kamera. Lange nicht mehr Hallo gesagt. Leute, ich habe heute echt viel zu tun gehabt. Ich war die ganze Zeit nur unterwegs gewesen mit den Jungs. Und ich konnte mich halt nicht melden und ich bin halt wirklich kaputt, Leute. Weil wie ihr schon seht hier, ist einfach nur geil. Wir laufen gerade hier was zum Essen suchen. Was für ein Deutsch. Wir suchen gerade hier was zu essen, Leute. Wir wollen uns gleich was gönnen. Und ja, Mann. Auf jeden Fall, das wird heute auch der letzte Tag sein vom Vlog. Ich werde euch nicht mehr mitnehmen. Ich hoffe, das hat euch gereicht. Noch heute noch. Bis ich Tschüss sag und dann war's das. Die restlichen Tage ohne Kamera, ohne die beiden. Ich sehe gar nichts, ey, alles blendet. Und ja, Leute, auf jeden Fall, ich küsse eure Augen. So, Leute, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was von der Altstadt hier in der Albufeira. Und ja, ich würde sagen, gib mir die Musik. Now, let's go. So, Leute, soll ich mir was hier holen von Portugal? Ich meinte, soll ich da rein und für den einen oder anderen was kaufen oder was gönnen oder was holen? Das Ding ist halt, ich bin nicht so der Fußballbegabte. Wo sind die anderen jetzt? Der Typ ist geil, ja? Was geht ab, Leute? Gerade auf dem Tretboot, Nell, oder was geht? Auf jeden Fall. Wir gönnen uns hier gerade ein bisschen Tretbutter, das ist ja mega anstrengend. Vor allem beim Kreuzbandriss. Hab auch noch gerade den dünnsten neben mir, der das mitmacht. Da oben der Dicke, der Mann nicht mit. Wir sind die Piraten. Der Kontrolle ist da oben. Pfeif mal. Geiler Scheiß. Leute, nur am Treten. Wir gehen jetzt gleich da hinten hin. Vielleicht seht ihr, das ist so eine Burg mit Springen und Rutschen. Every night in my dreams, I see you and I feel you. That is how I know you. Go on, kissing. Oh, yeah, man.
Auf jeden Fall. Was geht, Leute? Lois und ich sind gerade hier bei Forza Portugal in dem Store drinne. Wie ihr seht, hier ist alles drinne, was euch das Herz begehrt. Cristiano Ronaldo ist hier so der Gott. Ja, ist das so? Ja, Cristiano ist hier der Gott in Portugal. Und das ist ein Mann, der gerade sein... Paulo. Good guy, Paulo. Der drückt auf jeden Fall gerade von Lois sein Trikot, sein Portugal-T-Shirt. Wie es hier gerade sieht, Bruders Namen. Da wird es gerade so gemacht heute. Von der feinsten Sorte. Ja, Mann. Auf jeden Fall, Leute, hier ist eigentlich alles, was ihr wollt. Ich kann euch das mal so zeigen. Mal so kurz. Hier seht ihr die Bälle, Schienbeinschoner bis zum Gehen nicht mehr, Taschen habt ihr. Sogar portugiesische Uhren. Einfach anders. Sie auch drauf. Hier die Tasche, die hat sich sogar Leute sich gegönnt. Ne, da, die hat er sich sogar gegönnt. Mach die auch mit CR. Mach ihre Achsen auch mit drauf. Ja, guck mal hier den Boden. Du Wichser. Guck mal sogar der Boden, Leute. Late. Da sieht es, Leute. Und sag mal, was das bei Portugiesisch heißt. In der Leute auf jeden Fall. Can you say to the people, what is this words in the Portugiesisch? Okay. What's it mean? Late in Portuguese is milk. Milk. Leute, ist auf jeden Fall Milch. Dein Bruder heißt Milch. Hey Leute, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Viel Spaß und lasst unbedingt einen Daumen hoch und teilt das.